Also es schmeckt jetzt nicht wie der normale Kaffee, den man so ein Kaffeecreme irgendwie. So mild, ja? Als wäre noch so eine Hafermilch drin oder so. Irgendwie schmeckt das, finde ich. Vielleicht aber kann auch sein, dass ich mir gerade die Zunge verbrannt habe. Es geht los. Oh, es geht los. Bis dann. Tschüss. Wo? Ach da! Entschuldigung, ich war gerade. Hallöchen! Die schlimmsten Schuhe an. Ja, wir dürfen ja gar nicht, aber es gilt als Umarmung. Hallo. Hi. Sarah. Ich habe leider echt dummes Schuhwerk an. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir uns einhaken können, Corona-confirm. Ich nehme jede Gelegenheit wahr, dass du dich bei mir einhaken kannst. Solange wir so laufen, dass ich hier größer wirke an der Treppe. Oh, das könnte schwierig werden. Wie geht's dir? Gut, jetzt gut, die Sonne scheint. Also ich bin heute, ich freue mich richtig, dass wir das jetzt machen. Und ich freue mich endlich wieder Menschen zu sehen. Ich war jetzt auch super lange nicht mehr im Büro. Und ich freue mich, dass wir jetzt da hingehen. Das Team ist jetzt nicht da, aber ja, ich war schon ziemlich isoliert, glaube ich, so wie der Rest der Nation. Die Vernünftigen. Ja, stimmt. Ja. Genau. Und wie hast du dir die Zeit, hast du einmal Netflix durch, 3 Bücher gelesen, 4 Fremdsprachen gelernt, Yoga? Das war alles mein Plan, aber sonst habe ich sehr viel an meiner innerlichen Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet. Wirklich? Ja, ja. Es gibt viele Leute, die tatsächlich sagen, dass sie so ein bisschen auch durch das auf sich selbst zurückgeworfen sein viel über sich gelernt haben. Was hast du über dich gelernt? Man verfällt schon so, okay, ohne dass jetzt eine Therapiestunde wird. Ja, ich bin gerne dein Therapeut. Und es ist immer gut, wenn der Therapeut selber auch einen Schatten hat. Und okay, den kann ich garantieren. Nee, einfach die Tatsache, dass man meint, man ist so und hat das über Jahre lang gemacht. Und es ist eigentlich nie zu spät, es sich zu verändern. Und dass man gewisse Glaubenssätze, die man hat, durchaus durchbrechen kann, indem man es einfach täglich anders macht. Täglich versucht, besser zu machen. Wir geben dir jetzt ein Mikrofon und dann vertiefen wir das. Sehr gern. Kriegen wir Shitstorm, wenn wir so eng beieinander laufen? Ich habe immer Angst vor Kommentaren. Aber die Gefahr ist, alternativ breche ich mir das Bein. Das ist vielleicht. Ich habe aber auch einen Corona-Test gemacht. Ich muss mich immer wieder regelmäßig testen. Sehr gut. Weil du vorhin gesagt hast, nämlich, dass du tatsächlich, weil das haben viele Leute jetzt, dass sie sagen, ich mache jetzt was anderes. Weil du hast sowas ja schon mal gehabt, als du professionelles Model warst. Wie kann man sich dieses Leben vorstellen? Das ist wahrscheinlich am Anfang als junge Frau super spannend und aufregend und monetär natürlich auch interessant. Das darf man auch nicht in den Hintergrund schieben. Aber irgendwann kommt dann irgendwann eine Leere oder kommt irgendwann der Moment, dass einem die Branche auch ein bisschen anekelt? Also ich fand alles am Anfang mega aufregend. Ich war ja gerade 19 Jahre und dann plötzlich in dieser Welt zu sein. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Das war, also dieses Leben hätte ich mir niemals zu träumen gewagt. Aber die Aufregung hat sich ja dann gelegt irgendwann mal, weil sich vieles dann doch wiederholt. Ich habe einfach gerne etwas gemacht oder ich wollte immer gerne was machen, worauf ich wirklich stolz sein kann und was auch nicht so endlich ist, denn Schönheit ist vergänglich, Nachfrage ist vergänglich, heute bist du top, morgen interessiert dich kein Schwein für dich. Ja. Und es ist so unberechenbar, denn es sind immer andere, die beurteilen, ob du gut bist. Wir haben heute einen Tag, der auf eine lange, lange Zeit der Dunkelheit folgt. Ja. Das erste Mal einfach wieder Sonne und so irgendwie 3 Minuten Sonne tanken. Sehr, sehr gerne, das ist herrlich. Ne? Aber am besten, wir setzen uns in den Schatten, weil ich krieg sehr schnell Sonnenbrand. Das glaube ich dir. Ja. Für 3 Minuten. Nein. Sarah, doch. Ernsthaft? Aber warte. Bist du sicher? Nee, aber Du hast ja noch eine zweite Jacke, das ist natürlich schlau. Ich habe alles an, was ich in meinem Koffer gefunden habe. Das ist aber wirklich lieb. Ja, so bin ich. Ist gut für mein Image auch. Ach ja, ich will ja nicht, dass da jeder drüber spricht, was für ein netter Kerl ich bin oder dass das jemand sieht. Hoffentlich sehen es alle. In Zeitlupe nochmal? Ja. Dankeschön. Oh, es riecht nach Weed. Egal, wo man in Berlin ist, riecht es nach Weed. Ja, das ist Berlin. Ja, oder unser Team. Kann auch sein. Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gab so einen Schlüsselmoment, da hast du für irgendeines dieser vielen Promi-Magazine oder Magazine gedreht, dass du irgendwo einen Burger isst, der mit
Goldblättchen, also so völlig, so eine völlig dekadente Scheiße eigentlich. Und, du sagst es. Ne? Es war ein Eisbecher, das irgendwie 1000 Euro gekostet hat und mit Blattgold versehen war. Und ich erinnere mich noch, wie ich mich in dem Moment so geschämt habe, dass ich das jetzt vor laufender Kamera esse. So viel Geld. Und dann auch noch so tun sollte, dass, als wäre das erstrebenswert. Manchmal ignoriert man ja so Sachen und sagt, ja, das ist halt der Job, was soll ich machen und so. Aber das konnte ich eben nicht ignorieren. Und letztendlich war das dann der Entschluss, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche Abstand von dem Ganzen. Und habe mich dann eben von meiner Agentur getrennt, von dem Sender, von meinem damaligen Freund. Habe die Stadt gewechselt, bin nach Berlin gekommen. Also wirklich den kompletten Supercut sozusagen gemacht. Im Nachhinein frage ich mich auch, wie ich das gepackt habe. Ich wusste ja nicht in dem Moment, wo ich diesen Schritt gehe, dass ich am Ende hier sein werde. Ja. Da wird mir ganz das Herz warm, aber gleichzeitig wird mir auch der Arsch kalt. Vielleicht also laufen wir noch ein Stück. Ich habe auch mit dem Umzug nach Berlin und meiner Rebellion vom Modeln und so, habe ich ja radikal von 5 Wochen Sport gar keinen Sport mehr gemacht und habe das so richtig gefuttert, was ich wollte. Also meine schlimmste Rebellion war das Essen. Ich habe gegessen, was ich wollte. Echt? Ah, cool. Und also ist es schon doch so, wir wechseln kurz die Seiten, ja. Weil ich sehe, da musst du blinzeln und ich blinzle auch für dich. Weißt okay. du, ich mache mir für dich den Po nass, ich blinzle für dich. Das ist alles. Ich möchte, dass du einen schönen Tag hast. Danke. Das heißt, aber es ist schon so, dass man dann, weil es wird, ich glaube auch so Models nicht, die irgendwie so kokettieren damit und so offensiv sagen, also ich esse alles. Auch und Schokolade abends und so. Das stimmt doch einfach nicht, weil man kann doch so gar nicht so ein Leben meistern dann, oder? Und so eine Figur halten also, und all diese seltsamen Ansprüche. Es ist tatsächlich so, dass, normalerweise sind ja Models ja nicht nur die sich komplett runterhungern, sondern auch die von der Statur eher schon einfach auch so gegeben sind. Ja. Aber natürlich muss man darauf achten, weil kein Mensch spätestens dann, wenn man die Pubertät überdauert hat, dass man dann das beibehält. Also bei mir war ab 20 habe ich einen Hintern bekommen, keine Brüste, aber trotzdem einen Hintern. Und da musste ich spätestens dann richtig aufpassen. Und das ist, deswegen fangen, glaube ich, so viele Models auch so früh an, weil dann sind die noch sehr, so eben noch nicht ausgewachsen. Ja. Ich habe leider kein Autogramm dabei, aber ich schick's nach. Stalker. Naja. Du bist ja quasi jetzt Unternehmerin. Mhm. Du hast dich selbstständig gemacht. Du machst unter anderem zum Beispiel auch Kaffee. Genau. Ja, also du machst nicht selber Kaffee, sondern du vertreibst Kaffee, kann man sagen. Genau, wir importieren Kaffee aus Äthiopien, aus Kleinbauernkooperativen. Damit unterstützen wir eben die Kleinbauernstrukturen, sodass sie auch wirklich die Preise bestimmen können, sie auch im Besitz der Bohnen sind. Denn oftmals ist es so, dass es so Plantagenbesitzer gibt und die Bauern sind ganz oft nur Tagelöhne und müssen unter extrem schlechten Bedingungen arbeiten. Unser Ziel war es, eine Alternative zu diesem Herkömmlichen zu sein. Und indem man wirtschaftlich was tut und die Wirtschaft ankurbelt und gleichzeitig aber sich auf Augenhöhe trifft, dass man Gutes tun kann. Und genau. Der Kaffee war ja auch so ein bisschen ein Door-Opener für deine Mutter, wenn ich das richtig erinnere. Weil diese Kaffeezeremonie, diese äthiopische, unter der ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, was es ist, damit hat sie auch ein bisschen Kontakt zu den wahrscheinlich urbayerischen Nachbarn hergestellt. Ja, absolut. Also Mittel ihrer Integration war der Kaffee, weil das so in diesem 200-Seelendorf, wo sie eben gestrandet ist, die Menschen so für sich gewinnen konnte. Dann gewinnst du jetzt mich für dich. Ja. Aber dafür brauchst du eigentlich gar keinen Kaffee. So, hereinspaziert. Vielen Dank. Ich habe jetzt Schuhe angelassen, ne? Weil ich dachte, ich habe eh einen nassen Po. Da ist jetzt auch egal. Ja, also kein Problem. Ja. Also, es ist, schön hier, Mensch. Und so gemütlich. Also wir haben schon mal hier ein bisschen was vorbereitet. Einfach so, damit man so einen Einblick bekommt, wie so eine äthiopische Kaffeezeremonie überhaupt abläuft. Die grünen Kaffeebohnen.
Ich werde jetzt also selber rösten. Das normalerweise muss ich es auch noch anmachen. Das ist, ich werde es gleich rauchen. Das ist Weihrauch. Mhm. Das dient dazu, um böse Energie, dass man einfach so gute Energie kommt und das wird. Ich mache das immer. Manchmal mache ich ein Streichholz an, um böse olfaktorische Energie. Naja, und das auch mit dem. Also jetzt habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause. Das ist echt so. Jetzt vermisse ich meine Familie. Das heißt, du kriegst ein Stückchen Heimat von mir jetzt. Das ist ja total schön. Und das ist wirklich so, dass sie das an dem Tag gemacht hat, als ihr nach Deutschland. Als sie in Grünbach, in dem 200-Seelendorf ankam, alleine mit meinen zwei Geschwistern und einem Koffer. Und in dem Koffer hatte sie nur Kinderkleidung für ihre Kinder, aber auch solche kleinen Tassen mit Kaffee, also Jebena. Da brühen wir gleich einen Kaffee auf. Und grüne Kaffeebohnen, weil das einzige Stück Heimat war, was ihr geblieben ist. Und das stimmt wirklich. Also diese Zeremonie zu machen, hat dann so ein bisschen die Neugier geweckt bei den doch eher konservativeren Bayern. Das war wirklich so, sie hat angefangen, dass vor dem Wohnhaus auf offenem Feuer die Zeremonie zu machen. Und natürlich haben dann die im Dorf gedacht, was macht diese Frau da, ein Lagerfeuer? Und die Menschen sind wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, diesem Geruch gefolgt. Ich sag, was riecht denn das? Das kannten die nicht. Und die Menschen waren dann mit der Zeit wirklich angetan und haben aufgehört, hinter ihrem Rücken über sie zu sprechen, warum sie hier ist, wo ihr Mann geblieben ist, und sondern angefangen, sie direkt zu fragen. Und das bei einer Tasse Kaffee. Und das jeden Mittwoch. Das zeigt, dass, wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig Begegnungen im Alltag sind. So, jetzt sind wir hier fertig. Normalerweise in Äthiopien röstet. Ich hatte das schon öfters ganz, ganz schwarz verkohlt und habe so getan, jetzt muss es so sein. Jetzt muss ich nicht lügen, sondern jetzt ist es richtig. Und ich hätte dann auch ganz höflich. Ja. Danke. Ja, das ist echt okay, das ist vorzeigbar. Ich habe jetzt hier meine Mühle. Da ist schon was drin in der Mühle. Ja, das nehme ich jetzt raus. Du bist schlau. Mist. Yeah. Du bist gut, da ist nämlich was drin. So. Ich würde sagen, vielleicht fällt es nicht auf. Ich lasse mich nicht hinters Licht führen. Nee, das tue ich jetzt weg und mische das andere rein. Genau, ich wechsle es nur kurz aus. Da machen wir einen Schnitt. Was bisher geschah? Sarah Nuhr röstete Bohnen. Dann schüttete sie die frisch gerösteten Bohnen in eine Kaffeemühle. Die Kaffeemühle mühlte. Mühl. Ist der Kaffee fertig? Ja. Ich finde es so lustig, wie du diese industriellen Geräte der Neuzeit so versteckt hast. Und hier ist also traditionell, ich mahle jetzt in meiner geheimen Mühle. Nein. Oh je, Moment, ich krieg das jetzt nicht so drauf. Wahrscheinlich muss ich doch meinen Camping-Bunsenbrenner nehmen. Ist nicht schlimm, das kriegen wir jetzt hin. Sagen Sie, es hat jetzt nicht geklappt. Ja, kein Problem. Wenn nicht, gehe ich schnell zu Starbucks. So wie Mutti das immer gemacht hat. Ach, das kennt man sofort. Ne? Jeder, der mal campen war, kennt dieses Geräusch. So, ha. Und dieses Gefühl, diese Mischung aus Freude, aber auch Angst, das Zelt gleich abzubrennen. So. Genau. Habt ihr dann als Kinder richtig so euch ordentlich hier die doppelten Espressi reingezogen? Nee, leider gar nicht. Weil eben meine Eltern, die haben immer uns, zumindest mir, immer gesagt, dass ich eine Koffeinallergie habe. Sie haben sich angelogen? Ja. Und dass ich kein Koffein trinken kann und ich habe auch mein Leben lang keine Cola getrunken. Aber eine super Strategie. Außerdem hast du eine Nikotinallergie, eine generelle Alkoholallergie und du hast eine halbstarken Allergie. Das würde ich meiner Tochter sagen. Meine Eltern haben gesagt, ich habe eine Tierhaarallergie, haben sie auch gesagt. Damit du keine Katze und kein... Wann warst du erst mal in Äthiopien?
Ich war im Februar vor einem Jahr, waren Sally und ich in Äthiopien. Also quasi gerade da, wo man noch konnte. Kurz vorm Lockdown sind wir zurückgekommen. Wir waren total froh, dass wir da waren. Wir konnten nämlich neuen Kaffee einkaufen. Also jedes Jahr fliegen wir dorthin, sprechen mit den Bauern. Und der Kaffee sollte jetzt eigentlich schon längst da sein. Aber aufgrund auch der politischen Situation jetzt in Äthiopien, die wirklich so unschön sind und so traurig machen und wir einfach auch gar nicht wissen, was da eigentlich alles passiert, weil die Kommunikation nicht wirklich vorhanden ist. Und die waren so auf dem, das Land war so auf einem guten Weg und das ist, jetzt wird alles wieder so zerstört und wieder Jahre zurückgeworfen. Und mir tut das so leid für die Menschen. Und natürlich machen wir weiter und natürlich beziehen wir unseren Kaffee erst recht aus Äthiopien und leisten Arbeit vor Ort. Das jetzt nicht zu machen und den Kaffee jetzt aus Kolumbien oder Brasilien zu beziehen, nur weil das dann pünktlich kommt, machen wir nicht. Schenkt man den auf eine bestimmte Art und Weise ein? Also ich weiß nicht, ob das so wirklich Tradition ist oder einfach meine Mama das so macht, aber sie geht einmal komplett drüber. Oh. Das heißt, es gibt eine Sauerei. So wie bei der Champagner-Pyramide. Ja, genau. Cool. Ja, das oder wie ich sage, jeden Morgen. Soll ich ihn nehmen oder was? Ja. Okay. Was? Im Henkel hat man nicht so da. Nee, das ist ein äthiopisches, nicht. Das ist, man trinkt das. Eigentlich sollte man es auch nicht so voll machen. Ich hab's jetzt, ich übe auch noch. Es ist immer Optimierungsbedarf. So. Bist du eigentlich sprachlich bewandt oder unterhältst du dich dann da mit den Leuten, wenn du mit denen sprichst, mit den Bauern und so auf Englisch? Das Problem ist, dass Äthiopien also es ist ein Vielvölkerstaat, hat über 80 verschiedene Sprachen. Und dann habe ich dann schon auch einen Dolmetscher da. Manchmal ist es dann, habe ich mal eine Situation gehabt, dann gab es von Deutsch auf Englisch, Englisch Amharisch Oromife und dann wie eine Flüsterpost kam nichts an. Und am Ende wolltest du einen Sack Kaffee mitnehmen und kommst nach Hause mit 2 Pfund Butter. Also, aber zu Hause haben wir immer Arabisch gesprochen, weil meine Eltern eben nicht die gleiche, also nicht aus dem gleichen Ort kamen. Ach was. Mhm. Und die sich aber an der Grenze zu Sudan kennengelernt haben und wir angefangen haben. Deswegen Arabisch mit meiner Eltern Arabisch sprechen und nie in ihrem eigenen Sprache miteinander sprechen konnten. Jetzt muss man auch sagen, der Vater wurde dann ja auch geholt. Das heißt, die Familie wurde wieder zusammengeführt. Ja, also es gab Hilde und Werner, unsere Familie, unsere deutsche Familie, die meine Mutter aufgenommen hat. Und die haben wirklich weitaus mehr gemacht, als nur meine Mutter ein Dach über den Kopf zu geben, sondern die haben wirklich sie in ihrem Leben integriert und so weit am Ende gebracht, dass sie meinen Vater geschmuggelt haben. Wahnsinn. In ihrem VW-Bus, weil eben die Grenzen zu waren und die keine andere Möglichkeit gesehen haben, als die Situation, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sind dann mit ihrem VW-Bus und ihren 2 Kindern. Und die haben so getan, als würden sie aus dem Skiurlaub kommen, während mein Vater unten unter dem Sitz versteckt war. Und das hat aber Gott sei Dank funktioniert und die haben es dann auch gemeldet, offiziell auch gesagt, was sie gemacht haben im Nachhinein. Und mich gäbe es wortwörtlich tatsächlich nicht heute ohne diese Nächstenliebe und Courage und diesen Mut von diesen 2 Menschen. Gibt es Hilde und Werner noch? Ja, die gibt es immer noch. Und die sind wahrscheinlich dann Familie, die du... Klar, dann, die sind auch immer mit uns in Äthiopien. Und wir haben schon gesagt, nach Corona machen wir ein Riesenfest in Grünbach und treffen uns alle. Das ist übrigens wirklich sehr lecker. Ich sage, das ist nicht aus Höflichkeit. Sondern es ist wirklich lecker. Ja? Ah, wunderbar. Es ist Freitag und ich werde bis Mittwoch nicht mehr schlafen. Aber dann habe ich endlich Zeit, so viele Dinge zu erledigen. War wirklich sehr, sehr lecker. Vielen Dank, liebe Sarah. Sehr gern, sehr. Sehr, sehr gern. Du hast vielleicht doch eine Koffeinallergie. Ja, wirklich. Ich habe jetzt auch einige. Es war sehr schön, dich mal wieder zu treffen. Ich finde den Weg selber raus, aber ich würde noch einmal kurz die Toilette benutzen, wenn ich darf. Klar. Ja. Und wenn du Geräusche aus der Toilette hörst, ignorier es einfach. Vielleicht machst du jetzt einen Geschirrspüler an, der das übertönt oder so. Okay. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Dankeschön. Hier lang, ne?
Hey, hi, ich habe gerade noch mal kurz geduscht. Was ich euch noch sagen wollte, abonniert diesen Kanal. Wäre eine dufte Sache.